Ja, liebe Freunde, und willkommen zu einem weiteren Part zu Super Mario Bros. Wonder. Auf jeden Fall machen wir direkt weiter hier mit Röhrenticket im Sumpf. Also auf jeden Fall ein Dreier-Level, Schwierigkeit Dreier-Level. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Kann man eigentlich während dem Level auch den Charakter ändern? Nee, okay, das kann man wahrscheinlich dann nur auf der Overworld. Oder man muss nochmal das Game komplett neu starten. Da rein? Nee, kann ich nicht. Das ist schon eine geile Fähigkeit, dieser Elefant Mario. Was sind diese neuen Gegner? Die hat man ja im Trailer gesehen. Moment mal. Das wegschieben mit dem? Ja, das geht. Ja, gibt es auf jeden Fall kranke Secrets teilweise. Ja, das war so klar. Aber die Münzen sind, wie gesagt, glaube ich, jetzt nicht so wertvoll. Wow. Ich finde die Dinger ja eklig. Diese Blumen sind auch so geil. Das Wichtige sind diese Blumen da. Okay, ich kann den aber auch wegschieben. Ey, als ob dieser Mario stark genug ist für diese Gegner. Hier scheint es aber nur eine Ding zu geben. Nur eine Blume. Wieso sind hier überall solche Röhren? Der kann die generell verschieben. Das ist ja krass. Sicher, dass du nichts übersehen hast? Ah. Bin ich ja tot. Moment mal. Ja, bin ich ja tot, wenn ich da reingehe. Ja, was ist das denn? Hä? Also entweder war das jetzt eine kranke Falle, also das wäre schon krass gewesen. Es gibt schon echt krasse Dinger hier. Aber ich glaube, wenn ich das so mache, geht das. Ja. Yo! Was ist jetzt los? Boah! Ich meine, hat das so richtig Schiss, wie da irgendwas sich das so verändert alles. Alter. Uah. Diese Level sind teilweise so... Also wenn man diese Wunderblumen einsammelt, hat man echt Schiss. Einfach mal den Kopf angehauen. Und da ist es, jawohl. Oh mein Gott, ich hätte fast runter in den Tod gejumpt wieder. Jawohl. Ja, war ein cooles Level. Aber die Schwierigkeit habe ich da jetzt nicht verstanden. Das war doch kein Dreier-Level. Ja, wir sind zwar einmal dumm gestorben, das war eine Falle eher mehr, finde ich. Aber das war ein Dreier-Level? Krass. Ich habe das jetzt eigentlich nicht so schwierig gefunden. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall. Was ist das hier eigentlich? Für die Sterne in einem Level. Okay. Das haben wir auf jeden Fall auch noch. Kampfbad, die Röhrenfelsarena.
Das hatten wir ja noch gar nicht. Dann nehme ich auf jeden Fall mal das hier. Den Klimmsprung. Besiege alle Gegner. Die Feuerblume ist aber auch geil. Entscheidungen, Entscheidungen. Ja, und jetzt? Ach so, ich muss da reinjumpen. Was ist da? Was ist da unten gewesen? Noch 6 Gegner. Nice. Was heißt das da unten? 1, 2, 3. Ach komm. Oh Gott. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich kann halt nicht darüber gehen. Ja, es ist so. Das muss ich echt noch üben. Ich habe lange kein Mario Bros. Mehr gespielt. Ich bin echt ein bisschen raus aus den Games. Die müssen wahrscheinlich alle sterben, oder? Sich alle selber killen. Oder kann ich die wegkicken? Ja, okay, das. Kann ich mit der Elefantenkraft killen? Und tschüss. Frage ist, ob wir da jetzt das sowieso automatisch bekommen. Boah, ich dachte gerade. Okay, bei 70 Sekunden hätte man noch eine Münze bekommen. Und dann haben wir da eigentlich alles gemacht. Wie gesagt, ich werde versuchen, auf jeden Fall alle Level zu spielen. Da haben wir auf jeden Fall alles gemacht hier. Das heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal in die Blüteninsel. Das ist ja die nächste Welt. Nee. Oh doch, das ist die nächste Welt hier. Die Blüteninseln. Die sieht aber schon sehr geil aus, die Welt. Um welche... Blablabla. Geh mit X. Genau, die Röhrenfelswiese haben wir ja gemacht. Es scheint 6 Welten zu geben, wie es aussieht. Haus des fleißigen Fischers. Ist das ein neues Abzeichen? Wir müssen helfen. Boah, ist mich gespannt. Diese Boblins. Greif zu! Ah! Es sind jetzt andere. Oder sind das die. Sind das verschiedene pro Kapitel? Das wäre natürlich auch krass. Das sind verschiedene. Alter, das ist ja ultra krass. Ja, es sind einfach verschiedene. Da könnte man wieder online zocken. Der Delfin-Kick. Eine neue Fähigkeit. In kleiner Form, was hast du denn da? Okay. Ja, das hat man, glaube ich, im Trailer gesehen. Ist ja ultra geil. Das ist eine geile Fähigkeit auch. Oh, das ist das erste direkt. Ich will dich fangen. Jawohl. Oh, da muss man die Taste aber ganz schön spammen. Da muss man wahrscheinlich alle einfangen. Diese Sounds, was dieser Mario macht. Komm,
Komm, komm, komm, komm. Das geht auf jeden Fall schon rein. Ey, das muss man ja ultra spammen, die Taste. Ah, okay, ich kann das wahrscheinlich gar nicht mehr bekommen. Das ist geil, so ein Wettrennen. Oha, was war das denn gerade? Ja, man kann sowieso irgendwie diesen Ding-Jump machen, auch habe ich gemerkt. Du schwimmst toll. Nice. Okay, das ist auch eine interessante Fähigkeit. Und das nächste Level. Der Delfin-Kick. Nice. Haben wir jetzt die Fähigkeit wahrscheinlich auch bekommen wieder, oder? Ja. Ja, machen wir direkt mal. Der Delfin-Kick. Da oben ja wieder ein Shop auf jeden Fall. Im Territorium der Sandhechte. Gehen wir da direkt rein. Jetzt bekommen wir auf jeden Fall auch schon ein paar Abzeichen rein. Ich habe wieder vergessen, den Charakter zu wechseln. Und rein da. Die Animationen sind so geil. So Wasserlevel mag ich eigentlich gar nicht. Überhaupt kein Fan von dem. Ah, okay. Oh, mit dir. Oh, die sieht man da im Wasser unten. Jetzt ist mir das erst aufgefallen, dass man die da auch sieht. Ich könnte die aber auch killen. Ah, nice. Kann ich zerstören, so. Die Level kommen mir aber teilweise sehr kurz vor. Ah, Mist. Nice. Hä? Was ist das? Ah, das ist die neue Wunderblume. Alter, was ist das? Killen? Oh oh. Wow. Ah, okay. Ja, was ist das denn? Ist ja ultra geil. Aber den kann ich nicht killen, glaube ich. Ah, nice. Oh. Uah. Los, komm her, Kollege. Aber es ist eine coole Fähigkeit. Lol. Uah. Das ist ein Wundersamen. Ich setze die auch wieder weg? Ja, müsste eigentlich, oder? Ja. Oh oh. Achso, der ist der. Achso, der ist der nur runtergeschwommen. Muss hier raus. Oh mein Gott! Moment, genau. Schaut mal da hin. Das bringt nichts. Nein! Oh mein Gott. Moment, ich muss da einen Anlauf nehmen. Nee. Okay, bevor ich da jetzt sterbe. Ah, da hätte ich raufjumpen können, lol. Oh, wir haben es aber doch noch geschafft. Perfekt.
Aber es ist cool, dass in jedem Level so eigene Dinger sind. Aber es war ein cooles Level auch. Jetzt kann ich das aufmachen hier. So, diesmal vergesse ich es aber jetzt nicht, Freunde. Jetzt werden wir auf jeden Fall mal mit Luigi spielen. Hab ich auch Bock drauf. So, auf Ding war das, oder? Ah, hier. Okay, gibt's 5 Leveln. Okay. Meereshöhle der Stibitzkes, oder was das ist, keine Ahnung. Bleiben wir auf jeden Fall bei dem Delfin-Fähigkeit. Kann aber auf jeden Fall eine Fähigkeit zu sein, die was irgendwie... Ja, das sind solche Dinger, das ist ja ultra lustig. Lol, das ist eine geile Idee auch. Gegner es hier halt gibt. Das ist schon krass. Boah. Oh, da könnte was sein. Hä? Ah, da komme ich nicht mehr runter. Scheiße. Kann ich da rein? Nee. Wow. Ich habe die letzte Dinger. Das kann doch nicht sein. Einer hat einfach überlebt. Moment mal. Ah, das wär's jetzt gewesen. Oh, ich beschwere mich aber, dass das Level vorbei ist, oder? Oh mein Gott, das war blöd. Na, egal. Werde ich dann nochmal offscreen nachschauen, ob ich das finden kann, die Wunder, den Wundersamen da. Ey, manchmal sind die aber echt gut versteckt. Aber die Level gehen manchmal echt schnell. Oh, jetzt haben wir da wieder so einen Shop. Wofür halte ich mich fern? Einkaufsbummel. Rufzeichenblöcke. Okay. Hoch hinaus mit den Pfeilschnäbeln. So, was hat der hier? Okay, da kaufen wir da einfach mal einen Wundersamen, oder? Machen wir das nochmal. Ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist nur für den Multiplayer, glaube ich. Da können wir eigentlich auch nochmal 2 kaufen. Okay, machen wir das auch mal. Ach so. Das ist wahrscheinlich für den ganzen Abschnitt hier. Eines Abzeichen ablegen. Okay. Würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall noch das Level hier. Hoch hinaus mit den Pfeilschnäbeln. Gespannt, was uns jetzt hier erwarten wird. Ah, das ist A, okay. Machen wir das mal. Ich würde sagen, wir bleiben mal hier. Bei dem Delfin-Kick. Jetzt sind wir in einem normalen Level.
Oh! Das ist die Seifenblasenfähigkeit. Das ist eine von den drei neuen Fähigkeiten. Das eine ist ja der Elefant, dann der Seifenblasen. Ur Mario. Das andere ist, glaube ich, dieser. War es auch geil. Diese Bohrerfähigkeit da. Oh Mist. Okay, brauche ich da aber, glaube ich. Aber so auch geschafft. Oh! Oh mein Gott. Aber ich kann da auch drauf, oder? Ja. Ah. Das war ja wild. Aha, Leute, oder? Nicht schlecht. Okay, so eine Münze, aber. Gehen wir da wieder raus. Das ist der Checkpoint. Und noch eine Dingfähigkeit. Boah. Ah, die kann ich auch durch Wände aktivieren, so. Alter. Oh. Oh. Das ist ein Luigi-Block. Wir haben alle... Oh. Wir sehen die aber auch an. Ey, ich bin so schlecht für diese Fähigkeit. Oh mein Gott, wir haben das trotzdem getroffen. Das war so klar. Oh mein Gott! Jo, jetzt sind solche Seifenblasen spucken. Das ist ja ultra geil. Lol. Oh mein Gott! Da ist er! Alter, ich dachte gerade, ich bin tot. Ja, und jetzt? Soll ich jetzt wieder runter? Okay. Ah, hier. Das Echo noch vor der Stimme. Jawoll! Ja, Leute, so geht das. Aber es wird auch sicher wieder so eine Secret World geben, oder? Die wird wahrscheinlich wieder ultra krank sein, wird schwierig. Gutes Deutsch auf jeden Fall an der Stelle. Geil. Sehr, sehr geil. Aber das war auch ein sehr cooles Level. Aber hier kann ich noch gar nicht weiter. Hä? Also auf jeden Fall. Ist das ein Level oder ist das nur der Levelabschnitt hier? Nee. Aber wie komme ich hier rüber? Keine Ahnung. Sehr merkwürdig alles. Wölkchengebirge. Oh, das wird da. Das ist mir. Okay, die Welt sieht ja ultra geil aus. Alter. Das Wölkchengebirge.
Soll es einen Königssamen geben? Es ist ja aber ein sehr großes Level, oder? Ja. Scheint aber ein großes Level zu sein. Das sieht ja ultra geil aus. Hütte am Fuße des Wölkchengebirges. Schauen wir da noch rein. Was wird da denn für eine Fähigkeit bekommen? Beziehungsweise, was wir da bekommen? Der Bowser Unruhestifter. Achso, die geben uns jetzt in den Mund zusammen, wie wir das wieder weiterkommen. Sehr fett. Ein Wundersamen erhalten. Den gönnen wir uns auf jeden Fall gleich. Oh yeah. Ah, dann können wir da auch gleich weiter. Was ist mit dem da? Ah, okay, der hat da wieder so eine Mauer gebaut. Boah, eine Vierer-Herausforderung, Alter. Ja, dann scheint man auf jeden Fall hier weiterzukommen. Auf X kann man sich umsehen, hat er gemeint, oder? Nee. Auf L. Blüteninseln. Aber wir haben alle Level gespielt. Ganz merkwürdig. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Mal weiter. Bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.